Von der Sinnlosigkeit, die wahren Verantwortlichen herauszufinden und Susas Trauma, als er Taddeo Pereira anruft. Zweiter Hinweis, sagte der Mann von der Stirnseite des Tisches. Er hat Diabetes, wird aber nicht sterben. Dritter Hinweis, er ist immer konfekt. Vierter Hinweis, er sitzt genau neben dir. Fünfter Hinweis, er schüttet sich aus vor Lachen. Sechster Hinweis, er ist ein bisschen beschränkt, aber ein Arbeitstier. Der bringt alles fertig, der hat eine unglaubliche Kraft, der Hinweis. Ich war's, Alter. Hast du's raus oder brauchst du noch mehr Elemente? Wie konntest du nur, Dominguinhos? Der Tag war völlig klar, wir schwitzten. Der bläuliche Nebel lag dicht über den Müllbergen. Man konnte in der Schwüle und der Hitze von den Scheiterhaufen kaum atmen. Ich hustete weiter, wollte so schnell wie möglich weg. Ich gab es auf, diese Männer herauszufordern. Wer sind sie? Die Kleidung war klebrig und klatschte am Körper. Schweiß rann vom Gesicht, alle dreckig. Neben uns schien das Leben wieder zur Normalität zurückgekehrt zu sein. Die Bettler, die Blinden, die zerlumpten, triefaugen Krüppel, die sich wie Automaten bewegten und in den fauligen Hügeln etwas Brauchbares aufpickten. Bringt mich nach Hause. Die drei sahen sich unverhohlen an. Ich begriff schlagartig. Sie wollten mich nicht wieder zurückhaben. Und wo wollten sie mich lassen? Mein Neffe entfernte sich. Der Mann von der Stirnseite des Tisches packte mich am Arm und zog mich fort. Ich sträubte mich, ergriff fest dazu, zog mich entschlossen mit. Mit ihm war nicht zu scherzen. Lass mich los, ich werde dich mitnehmen. Wohin? Nach Hause. Und mein Neffe, kommt der nicht mit? Der ist den Lastwagen holen. Nur mit dem Lastwagen können wir die Distriktzugänge passieren. Heute Morgen sah das aber anders aus. Was heute früh anders war, ändert sich bei Tagesanbruch. Ein kleiner Dichter, was? Gehen wir. Ihr bringt mich gar nicht nach Hause. Wohin dann? Nach Hause, mein Herr. Was für eine Hitze. Mein Gott, heute wird es fürchterlich. Wenn wir uns nicht beeilen, geraten wir noch in einen Hitzeballon. Sind die schon bisher hergekommen? In dieser Zone gibt es viele. Noch sind sie nicht so intensiv. Nicht so stark wie die im Nordosten, hier versenkt sie nur die Haut, die Sonne tötet aber nicht. Wir gingen zwischen den Hügeln hindurch. Scharenweise mit mechanischen Bewegungen durchwühlten die Verstümmelten und Mistgestalten alles. Sie waren noch abgestumpft als die Leute aus der Stadt. Nun, die essen und trinken und haben ihre Wohnungen. Mein Gott, ich glaube, wir sind alle verstümmelt. Wenn die Ballons zunehmen, wird es entsetzlich. Du hast gesagt, sie nehmen zu. Wenigstens war das im Nordosten so. Wie soll das weitergehen? Die Militechner vom System müssen eine Lösung finden. Niemand wird mehr das Haus verlassen. Ja, wer eine Wohnung hat. Und die anderen? Die Obdachlosen, die sind 5 oder 6 Mal mehr. Interessiert das System? Sind die nicht alle aus den ärmsten Lagern? Ach was, es gibt eine Menge Mittelklasse, die frei herumläuft. Ich versuche mir nur den Augenblick vorzustellen, wo sie die Regenschirme aus schwarzer Seide entdecken. Welche Regenschirme? Hab ich dir erzählt, im Nordosten war das Einzige, was die Sonne abhielt, der Regenschirm aus schwarzer Seide. Es gibt keine Seide mehr, heute ist alles aus Nylon. Es gibt künstliche Seide, das geht. Aber die ist sehr teuer. Wo gibt es die? Wir sind auf der Suche danach. Fast hätten wir welche gefunden. Dann gab es ein fürchterliches Durcheinander. Wir wissen nicht, wieso. Es sind viele Leute hinter derselben Sache her. Einer entdeckt etwas und dann wird es gleich bekannt. Es lässt sich nicht geheim halten. Wir hatten schon eine Spur, deshalb haben wir deine Wohnung als Hauptquartier benutzt. Sah so aus, als wäre da irgendwo was.
Hatte der Barbier etwas damit zu tun? Erst glaubten wir, der wäre damit drin. Dann haben wir gemerkt, dass das nicht stimmte. Der war in etwas anderes verwickelt. Er zapfte Wasser ab und vertrieb Leute aus ihren Wohnungen. Ein ganz unsympathischer Kerl. Der reinste Gangster. Wir sind da anders. Wir schaden niemandem. Oh, wie gut. Ihr schadet niemandem. Ich bin gerührt. Da kommt der Lastwagen. Nur schwer konnte er sich durch die Gruppen und Grüppchen einen Weg bahnen. Er hupte dauernd. Die Elenden betrachteten erstaunt das Fahrzeug und wichen zurück. Andere brauchten eine Weile, bis sie begriffen, was los war. Sie wurden geschoben und gezogen. Der Mann von der Stirnseite des Tisches versetzte mir einen heftigen Schlag. Ich fiel zu Boden. Ich war benommen. Der Atem stockte mir, als versuchte jemand, mich zu erwürgen. Verzweifelt fasste ich mir an den Hals, versuchte, die Kehle freizumachen. Es war nichts, nur die Wirkung des Schlages. Ein halbes Knockout. Dann konnte ich wieder atmen. Erst nur mühsam. Vor meinen Augen verschwamm alles. Der Kopf war umnebelt. Als ich sehen konnte, was los war, fand ich mich auf den Knien wieder. Um mich herum lachten die Leute. Die verstümmelt und ich zerlumpt. Ich weiß nicht, was daran so komisch war. Der Lastwagen war verschwunden. Auf Nimmerwiedersehen. Ich sackte in mich zusammen, konnte mich nicht einmal mehr aufrichten. Was für ein Bulle, dieser Nordestino. Ich glaube, der kam gar nicht aus dem Nordosten. Überhaupt stimmte nichts von dem, was er mir erzählt hatte. Alle diese Geschichten hatte er erfunden. Der war nichts als ein Bandit im Gefolge meines Neffen. Wahrscheinlich Soldat im neuen Heer. Was nun? Entweder rühre ich mich oder ich gehe zugrunde. Ich will schnellstens abhauen, denn wenn es etwas gibt, was ich noch nie habe ertragen können, dann ist es Gestank. Ich entscheide alles mit dem Geruchssinn. Deshalb habe ich mich für Adelaide entschieden. Sie war immer hübsch zurechtgemacht, frisch und duftend, köstlich. Um nach Hause zurückzukehren, werde ich die Zirkulationsmarke brauchen. Ach, ich Idiot! Wie konnte ich nur ohne sie weggehen? Es sei denn, ich finde eine Abkürzung quer durch die Blocks, wenn ich der Spur der Busse folge. Unsinn. Ich weiß nicht einmal, wo ich bin. Ob mir das jemand sagen kann? Moment mal. Und wenn ich die Taschen des Mannes, der immer Radio gehört hat, durchsuche? Gute Idee. Wo waren wir nochmal? Ah, was für ein Labyrinth. Ich versuche zurückzugehen. Die Müllberge sehen alle gleich aus. Ich erinnere mich aber an dieses Mädchen da, ohne Nase. Wenn ich geradeaus gehe, treffe ich auf einen Kerl mit amputierten Beinen. Es ekelt mich an, was ich da tue. Ich drehe die Taschen des Toten um. Von Kopf und Hals ist nichts übrig geblieben. Ich muss mich zusammenreißen, um mich nicht zu übergeben. Er hat Geld und Karten bei sich. Ich weiß nicht wofür. Und Telefonmünzen. Aber keine Zirkulationsmarken. Mist. Es sei denn, er hat die Marke im Stiefel versteckt. Er trägt einen braunen Kothurn, genau wie die im Heer. Krumm, ganz zum Schnüren. Er muss Soldat gewesen sein. Das kann mir niemand ausreden. Von wegen Migrant aus dem Nordosten, die sind doch alle gleich. Ob er auch den Musiklehrer getötet hat? Jetzt verirre ich mich auch noch auf dem Rückweg. Aber wer garantiert mir, dass der Ausgang da vorne ist? Schließlich habe ich diese Halunken nur begleitet und sie wollten mich hier nur zurücklassen. Unverschämt, das ist mir aufgegangen, als sie sich so ansahen. Warum war ich nicht vorgewarnt? Eine Gruppe versammelt sich um ein Radio herum und hört Musik. Zerlumpte Pärchen tanzen ganz langsam in ganz anderem Rhythmus als die heiße, flotte Musik. Ja, niemand ist so verrückt, sich bei solcher Hitze hektisch zu bewegen.
Außerdem hat keiner die Kraft dazu. Sie tanzen, als sei es ein Bolero. Zwei rechts, zwei links, nur aus Spaß am Tanzen, um alte Bräuche wieder aufleben zu lassen. Die Sonne ist noch immer verdeckt von dem unbeweglichen, bläulichen Nebel. Die Schwüle ringsum ist erdrückend. Die Menschen hier scheinen beim Tanzen sorglos zu sein, als sei dies ein großer Feiertag, der sich endlos hinzieht. Der Mensch auf der höchsten Stufe der Freiheit, ein Alltag ohne Arbeit, nur das Nötigste zum Überleben. Die Menschheit gewinnt ihre Unbefangenheit, ihre Sorglosigkeit aus dem Paradies wieder. Der Generalsender spielt Weltmusik. Eine Formel, die sie gefunden haben, um die Musik zu internationalisieren. Die Komposition ist so angelegt, dass ein Franzose mühelos versichern kann, er höre französische Musik und der Brasilianer nicht bezweifelt, einen alten Coringio vor sich zu haben. Die Charakteristiken der Musik jedes Landes wurden dem Computer eingegeben, aus der ganzen Welt. Dann wurden die Töne und Melodien, die allen gemeinsam sind, herausgezogen. Eine minutiöse Aufstellung folgte. Natürlich dauerte diese Arbeit unter der Anleitung der besten Techniker Jahre. Es wurden Informatiker, Kritiker, Professoren, Spezialisten für Arrangement, Konkordanz, Variationen und transistorisierte Transformationen herangezogen. Kommissionen erarbeiteten Vorschläge für verschiedene Arrangements. Sie verfassten eine Anleitung für die Komponisten. Die Anleitung ist komplex. Und der Komponist braucht einen Intensivkurs, den die Aufnahmefirmen bieten. Im Falle spontaner Kreation jener, die die musikalischen Mitteltechner abschätzig Barmusik nennen, wird ein besonderes Vorgehen angewandt, wenn die Kreation eine gute Note erhält. Das von dem Komponisten aufgenommene Band wird einer Wiederverwertungskommission vorgelegt, die es den Vorstellungen von der Weltmusik angleicht. Die Leute aus den Bars haben keinen Zugang zu den Kursen der Aufnahmefirmen. Es ist etwa so, als wollte jemand aus den Lagern in die erlaubten offiziellen Kreise eindringen. Der Sender unterbricht die Musik. Der Sprecher gibt die Temperatur an. Voraussichtlich wird der bläuliche Nebel abziehen. Nachmittags wird die Sonne scheinen. Alle sollen sich entsprechend in Acht nehmen. Die eintönige Stimme versucht, besondere Erregung zu zeigen, als sie um die Aufmerksamkeit für eine wichtige Mitteilung bittet. Die Verantwortlichen des Systems machen sich Sorgen über das in unserem Land herrschende Klima. In wenigen Tagen wird der Regierungschef in seiner Rede zum Jahresende über diese wichtige Frage sprechen. Gründliche Untersuchungen haben gezeigt, dass die Pessimismusindizes leicht verwirrend sind. Zum ersten Mal in vielen Jahren schwanken die überaus hohen Werte der Optimismusindizes, die das System gegen Ende der offenen 80er Jahre erreicht hat. Diese Indizes von einer internationalen Kommission, die sich von der Arbeit des Systems sehr angetan zeigte, für die besten auf unserem Planeten gehalten, lassen ein leichtes Absinken erkennen. Zurzeit findet eine große Untersuchung statt, um den Gründen hierfür nachzugehen, da überhaupt kein Anlass zum Pessimismus besteht. Das System bittet um das Verständnis der Allgemeinheit, falls sich eine Kampagne zur Hebung der Moral als nötig erweisen sollte. Es ist hinreichend bekannt, wie wichtig die Steigerung der Optimismusindizes für uns alle ist, ohne die das Land seine fortschreitende Entwicklung nicht fortsetzen kann. Dieses Verständnis wird sich anlässlich der Erhebung einer kurzfristigen Steuer zeigen, die in 6 Monatsraten zu zahlen sein wird, um die Promotionskampagne zu finanzieren, die die Wiedererlangung des Optimismus zum Ziel hat. Das heißt, es geht hier um ein Unternehmen zu ihrem eigenen Besten, da Pessimismus, Unzufriedenheit, Traurigkeit, schwere Depressionen, manisch-suizide Anfälle und Zerstörungswillen zur Folge hat. Empfinden Sie sich nicht als Geschlagener, arbeiten Sie mit an der Wiedergewinnung des kollektiven Optimismus.
Wieso bin ich eigentlich nicht früher drauf gekommen? Wenn ich ein Telefon finde, rufe ich Taddeo Pereira an. Ich weiß nicht, was er tun kann. Sicher einen Hinweis geben. Ich kann jedenfalls nicht die offiziellen Posten oder Zivilterium um Informationen bitten. Dann müsste ich erklären, warum ich keine Marke habe und mich außerhalb meines Distriktes aufhalte. Der betonierte Platz ist verlassen. Kaputte Kinderspielsachen liegen verstreut herum. Verrostete Eisenteile. Soll mir einer erklären, wieso bei einem so trockenen Klima etwas verrosten kann? Für mich bedeutet Rostfeuchtigkeit. Es sei denn, nachts fällt Tau. Eine Winzigkeit wenigstens. Staudammschleusen öffnen sich auf dem Platz. Das Wasser überschwemmt alles, kommt wie ein Meeressturm, reißt alles fort. Ich habe jedoch keine Angst. Ich will von dieser erfrischenden Furie gepackt werden. Und das Wasser ist schon gar nicht mehr da, es ist verdunstet. Ich sehe nur eine Frau in Lumpen, die sich um sich selbst dreht. Sie dreht sich von rechts nach links, dann wieder zurück. Ich zähle 12 Drehungen in eine Richtung, 12 in die entgegengesetzte. Dann werden es weniger. Erst 11, dann 10 und 9 und 8, bis sie bei einer Drehung angelangt ist und wieder von vorne anfängt. Nur fängt sie diesmal bei 13 an, dann bei 14. Ich stelle mich direkt neben sie. Sie sieht mich, unterbricht aber ihre Übung, ihr Ritual oder was immer sie da macht, nicht. Sie ist noch sehr jung, brünett, sonnengebrannt, hübsche Gesichtszüge. Wie kommt es, dass ihr bei so vielen Drehungen nicht schwindelig wird? Sie wirkt verschreckt und unterernährt wie alle normalen Menschen. Was machen sie denn da? Ich drehe mich. Sehen Sie das nicht? Doch, aber ich dachte, es sei noch etwas anderes. Nur wenn Sie verrückt sind. Sie brauchen doch nur hinzuschauen und dann sehen Sie, dass ich mich drehe. Und warum? Weil ich unbeweglich bin, wenn ich anhalte. Entschuldigen Sie, ich habe die Frage falsch gestellt. Wozu? Braucht man einen Grund, um sich zu drehen? Oder gibt es schon ein Gesetz dafür? Sind Sie Zivilitär? Nein, nein, beruhigen Sie sich. Drehen Sie sich weiter. In dieser Stadt gibt es lauter Verrückte. Jetzt legen Sie sich mit mir an, weil ich mich drehe. Ich sagte bereits Entschuldigung. Ich wollte nur wissen, ob das gut ist. So gut wie stehen bleiben. Sie bleiben gern stehen. Ich drehe mich gern. Schon gut, ich gehe. Sie gehen? Wohin? Warum nutzen Sie nicht den verlassenen Platz? Ohne Wache. Ich gehe ein Telefon suchen. Sie wollen telefonieren? Nein, ich werde eine Telefonmuschel suchen. Wenn ich eine finde, werde ich ihr einen Kuss geben. Wozu einen Kuss? Ich habe Spaß gemacht. Du nimmst alles ernst. Du auch. Ich war ganz ruhig und habe mich gedreht und du hast lauter Fragen gestellt. Wenn du dich wenigstens auch drehtest, dann könnte ich dir eher vertrauen. Ich habe keine Lust, mich zu drehen. Auch nicht auf diesem verlassenen Platz. Verlassen oder nicht, das kommt für mich auf das Gleiche heraus. Wen willst du denn anrufen? Taddeo Pereira. Kennst du ihn? Sie antwortete nicht, drehte sich weiter hin und her, ohne mich anzusehen. Sie hatte ein interessantes Gesicht, etwas dreckig. Dabei waren ihre ungepflegten Haare zu einem Zopf geflochten, der auf der rechten Seite ihres Gesichtes herunterhing. Ein langer Zopf. Wieder eine Halluzination, wie das Wasser. Ja, ich werde noch durchdrehen. Ich habe dieses Mädchen erfunden, sie gerade in meinem Kopf geformt. Eine interessante Frau, sie hat etwas Sinnliches, was mich anspricht. Ich hoffe, ich rieche nichts in ihrer Nähe. Wenn sie aber existiert, ist sie verrückt. Wie mit ihr reden?
Sie dreht sich weiter, ohne zu antworten, ohne mich anzusehen. Die Hüften bewegen sich. Hüften. Woher habe ich hin und wieder solche Wörter? Sie hat einen schönen runden Hintern. Viel zu rund für eine Geschädigte wie sie. Allein. Warum ist sie nicht im großen Müll bei all den anderen? Merkwürdig. Gut, ich bin allein. Ich selbst halte mich nicht für so merkwürdig. Vielleicht findet sie das aber. Na und? Hintern. Warum sage ich nicht gleich Arsch? Ich war immer an lauter Dinge gebunden, Menschen oder Situationen, habe mich selbst blockiert, mir selbst im Weg gestanden. Wer hat gesagt, ich laufe mit angezogener Bremse herum? Das muss Adelaide gewesen sein. Nein, sie lief auch mit angezogener Bremse herum. Wenn Adelaide hier wäre, würde ich mich hier mit ihr auf den brennend heißen Zement legen. Sie oder ich, einer würde sich den Arsch verbrennen, aber wir würden uns in der Sonne lieben. Von geschlossenen Fenstern aus beobachtet werden. Ich schweife ab. Ich tue das ausnehmend gern. Vielleicht gibt es in der Bar auf der anderen Seite des Platzes ein Telefon. Und einem Schild, das mit Symbolen des Systems beschriftet ist. Design und Gigantomanie sind eine Charakteristik der offiziellen Intensivpropaganda. Die müssen denken, wir sind blind. Sie machen alles riesengroß. Die Lösung sind die ausgedehnten Markisen. Warten Sie! Schon seit geraumer Zeit wird von diesen Markisen geredet. So ist es immer. In Andeutungen. Dann plötzlich starten sie eine Kampagne. Schilder tauchen auf, die das Werk symbolisieren sollen. Zeichen, die später auf Straßenschildern verwendet werden. Es heißt, die Markisen seien fertig.